vorbeigekommen bist. So eine Trennung kann einen ganz schön umhauen. Plötzlich ist keiner mehr für einen da. Hast du sowas schon mal erlebt? So schräge. Frag mich echt, wer denen die Story abnimmt. Wieso schaust du es denn? Weil es super weird ist. Und weißt du was, vielleicht bewirb ich mich mal bei denen. Die suchen, glaube ich, immer wieder neue Schauspieler. Was meinst du? Ich kenne im Fall einige, die vom Model zum Actor gewechselt haben. Aha, das ist eine super Idee. Was ist los? Schlecht drauf? Wo gehst du hin? Was du noch nicht gecheckt hast, ich habe morgen Prüfung Zivilrecht. Hey Mann, hast du doch nicht gerade so eingeschnappt. Findest du eine gute Idee, wenn ich auch noch anfange zu hüppern? Nein, aber vielleicht kannst du dir vorstellen, dass ich im Moment keine Lust habe, über deine Soap-Karriere nachzudenken. Ja, ist schon gut. Wo gehst du hin? Ins Semi lernen. Hey, das bringt doch jetzt nichts mehr. Du hast die ganze Woche geschuftet like crazy. Ich bin überzeugt, du hast perfekt drauf. Ja, ich aber nicht. Hey, das glaubst du nur. Weißt du was? Jetzt machen wir uns einen geilen Abend. Ich besorge es dir so, dass du morgen mega entspannt in deine Prüfung gehst. Lami. Ich meine, komm, aber andere haben auch ein Problem. Ja, du zum Beispiel. Und das macht es auch nicht wirklich einfacher für mich. Ich meine, jetzt kommst du schon wieder mit dem. Nur weil dein Ex ein scheiß Junkie war, es nervt einfach. Wegen dem hocke ich überhaupt in dem spiessigen Zürich und kann nur in die Drecksglotze hineinstarren. Hey Urs, merci vielmals für deine Unterstützung. Hey, sorry, komm, bleib da, ich hab's nicht so gemeint. Ich will dir ja helfen, es ist für mich auch nicht einfach im Moment. Tschüss. Jori, hast du ein Sekündeli? Ich wollte dich schon lange mal etwas fragen. Eigentlich nicht. Ich suche mein Provisorium. Um was geht's? Um neue Fotos für meine Mappe. Also Modelfotos und ja, ich bin im Moment gar nicht flüssig. Aber nachher habe ich ein paar gute Jobs und was für ein Provisorium? Meine provisorische Zahnbrücke. Oh wei, was bin ich doch für ein Unglücksrabe. Andere kaufen sich in meinem Alter ein Haus am Meer und ich brauche mein ganzes Spatz für ein Gebiss. Und jetzt ist es weg. Ich bin ruiniert. Komm, wir schauen unter dem Sofa. Ja, sinnlos, ganz unmöglich, ausgeschlossen. Naja, auf der anderen Seite. Die Ruhe der Gewissheit verlangt Umwege. Ja, genau. Pack mal an. Nichts. Reines Nichts. Wo könnte es sein? Wie viel? Was? Aha, 1000 Stutz. Junger Mann, ich finanziere keine Drogen. Was? Keine Drogen? Fotos für meine neue Bewerbungsmappe. Abgesehen davon ist Kokain affirmativ und bourgeois. Bourgeois? Spießig. Echt? Möchte gern Künstler aus dem Establishment mit Fantasiedefizit und latentem Minderwertigkeitsgefühl auf der Suche nach einem Kick in der Fankultur. Wann schon nimmst du LSD? LSD? Lysergsäure, Diethylamid. Aber von mir gibt's kein Geld. Am besten nimmst du überhaupt nichts und liest dafür ein gutes Buch. Okay. Stellen wir es wieder zurück. So, jetzt gehe ich ins Bett. Von so einem Tag kann man nichts mehr erwarten. Jori! Kein Wort wegen Koksen bitte zum Thomas, der startet zu sturen. Was macht er? Er startet durch. Scheiße, Mann, ich komme zurück, weil ich das Gefühl habe, du hast vielleicht doch recht. Dann bist du da am Umkoksen. Also ich bin überhaupt nicht da am Umkoksen. Beruhig dich. Und es ist im Fall sowieso nicht so tragisch. Ach Mann, ihr leckt mich doch alle. Du bist manchmal so unsensibel, wirklich. Du weißt genau, dass der Thomas Prüfungen hat. Es ist einfach scheiße, dass du nicht aufhörst mit dem Koksen. Hey Mann, jetzt stress nicht. Ich habe gar nicht gekokst gestern. Ja, da wären wir nicht so sicher. Frag den Jori. Jori, habe ich gestern gekokst oder haben wir nur über das Koksen diskutiert? Ich hatte meine Meinung gesagt. Kokain ist bourgeois. Aber wenn du schon nicht ohne Drogen kannst sein, dann lieber LSD. Okay, hast du es gehört? Was, LSD? Hast du Erfahrung mit dem Jori oder was? Hören Sie auf, in meinen Jugendsünden rumzuwühlen, Jungs, Fräulein. Ach, wo bin ich denn da gelandet, Erich? Hey, easy, easy. Alles im grünen Bereich. Ich habe gesagt, es war nichts gestern. Der Tom ist einfach ein bisschen low battery, ist logisch in seiner Situation. Ja, schon, aber ich habe einfach gedacht, dass du vielleicht ein bisschen auf ihn schauen könntest, dass er cooler an die Prüfung kann. Ja, genau das habe ich ja probiert.
Aber warte nur, ich möbel ihn schon wieder auf. Hey, Thomas, musst du schon gehen? Um 12 Uhr. Hast du wenigstens ein bisschen schlafen heute Nacht? Ich weiss, das ist scheiße aus. Ich gehe schon noch duschen. Ich weiss, dass du das schaffst. Bin sicher. Ja, klar. Hey, Tommy, weißt du was? Ich habe gestern mit einem Kollegen telefoniert. Am Weekend chatten wir über auf der Big Apple. Hey, wir können seine Luft haben. Was sagst du? Chill out in New York. Und nachher machen wir eine abgefahrene Party. Ja, juhu, und wir ziehen uns alle eine Linie rein. Okay, dann nur wir zwei. Hey, komm, hock mal an. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir ein paar Sachen wieder klären. Du hast doch nicht ein Ernsthaftsgefühl. Das ist der richtige Moment für ein Beziehungsgespräch, oder? Doch. Ist doch scheiße, wenn du es mit dir rumtragen musst. Weißt du, für Prüfungen? Ich glaube nicht, dass das die richtige Strategie ist, Urs. Ich hoffe, das kommt gut. Ja, klar. Ich mache alles falsch und ich bin jetzt schuld daran, wenn es verpisst, oder? Habe ich das jetzt gesagt? Nein, aber denkt. Aber dass ich wegen ihm einfach da rumhocken muss, statt in New York geile Jobs zu haben, das interessiert keine Sau. Das hat jetzt überhaupt nichts miteinander zu tun, sorry. Doch, hat's. Er macht sich nämlich fertig wegen dem bisschen Koksen. Und mein Leben ruiniert er gerade auch noch damit. Jeder ist ein autonomes Subjekt und als solches vollumfänglich für sich selber und sein Handeln verantwortlich. Auch in der Paarbeziehung. Kannst du das doch mal sagen? Langsam finde ich es schon komisch. Er hat gesagt, dass er gespürt ist, wenn es um 7 Uhr zu Hause ist. Viertel ab, der kommt schon. Vielleicht ist er mit seinen Kumpels feiern. Sicher nicht. Es gibt eigentlich noch nichts zu feiern. Er weiss, er geht erst nächste Woche. Warum machen wir denn eine Party? Dass es dem Thomas wieder ein bisschen besser geht. Und unserer Beziehung. Also, ich hätte langsam schon Hunger. Ja, mir geht es genauso. Ja, also sorry, sicher nicht, bevor der Thomas wieder zurück ist. Hey! Der Juri hat seine Zahnbrücke wieder gefunden und mampft Hardcore-Snacks. Reine Überlebenstechnik. Vorübergehend wird über die linke Flanke angegriffen. Dann rufen doch an. Ich bin dran. Hey, Thomas, hoi. Wo steckst du? Ist gut gegangen? Oh, super. Ja, weißt du, wir haben etwas Kleines für dich vorbereitet. Okay, also bis später. Tschüss, ciao. Es geht noch bis um 8 Uhr, ich muss noch etwas besprechen. Ja, aber wie ist es gelaufen? Hat er etwas gesagt? Ich musste wieder abhängen. Aber ich glaube, gut. Hat okay getönt. Gratulation, Schlimmste hast du überstanden. Cool. Jetzt ist es hinter dir. Wir haben etwas Kleines vorbereitet, wobei Alex findet das. Ja, das ist ein Unglück, bringt mir zu früh vier. Unsinn. Wir leben in einem aufgeklärten Zeitalter. Zu Tisch, zu Tisch. Ja, dann mache ich mal den Champagner auf. Das kannst du sparen. Was? Wieso? Weil es scheiße gelaufen ist. Hey, was ist passiert? Nichts. Hey, weißt du was, Tommy? Du hast einfach das Gefühl, es sei scheiße gelaufen. Das ist völlig normal, aber in Wirklichkeit. Es ist scheiße gelaufen, Mann. Ich bin dort geguckt und ein totales Blackout gehabt. Willst du wissen, warum? Ich die ganze Zeit an meinem Freund und seine verdammte Kokserei musste denken. Es macht mich fertig, Urs, verstehst du? Es macht mich fertig. Hey. Ich habe den Tee gemacht. Ah, merci. Hast du es im Griff? Nein, überhaupt nicht. Hey, das wird schon gehen. Nein, das wird es eben nicht. Komm jetzt, du musst ein bisschen optimistisch sein. Hey, das ist die letzte Prüfung. Ich muss um 5:30 machen, damit ich es noch schaffe. Ja, ich weiss, aber es ist ja nicht unmöglich. Ja, siehst du es dann. Am 1 weiss ich mehr. Soll ich mitkommen? Thomas, gehen wir. Ich begleite dich. Okay. Hey. Das kommt schon gut. Sure. Ich glaube mega an dich. Also, wir können dich abholen am 1. Alex kommt da und vielleicht sogar der Juri. Inklusive seiner neuen Zahnbrücke, wenn er sie bis dann noch nicht verloren hat. Okay. Also, bis dann. Gehen wir. Tschüss. Ciao. Shit, ich fühle mich echt beschissen. Ah, oh, jetzt beruhig dich. Er wird das schon irgendwie schaffen. Und wenn nicht, was ist dann? Bin ich schuld? Ich habe ein gutes Gefühl. Und wieso bist du da so sicher? Weil wir den Thomas kennen. Und wenn er sagt, ah, oh, katastrophal, dann ist es noch halb so schlimm. Aber du musst ihm 5:30 haben, komm. Shit.
Das darf nicht wahr sein. Thomas? Nein! Hast du bestanden? Geil, super! Super, Gratulation, Messi. Wir haben doch ein bisschen Angst gehabt. Ja, ich auch. Es ist auch knapp, oder? Nicht gerade ein Hammerabschluss, aber im Moment ist mir das scheißegal. Du hast es wohl gefressen, ne? Sieht so aus. Und die Juri? Der ist vom Zahnarzt. Du aber, gell, heute Abend, fette Party, da kannst du nicht einfach wieder abhauen, ne? Gut. Tommy, sorry, es tut mir hure leid. Ehrlich. Ja, das ist okay, das ist ja jetzt vorbei. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Du kannst doch nicht einfach etwas anderes machen. Er hat es geschafft, hey, du Trottelmann. Was? Echt? Ist es wahr? Ja. Es tut mir sehr leid. Du wirst es eigentlich geschafft? Das glaubst du gar nicht. Eigentlich wäre ich durchgefallen. Dann hat mich der Professor in der Schlussbesprechung gefragt, was eigentlich dort los war, als ich so ein Blackout hatte. Dann, was hast du gesagt? Die Wahrheit, dass mein Freund kokainsüchtig ist. Echt? Das hast du gesagt? Und dann hat er voll aufgerundet. Tja, gesagt, auch Juristen haben das Herz. Vergessen Sie das nicht in Ihrem Berufsleben. Zack, bestanden. So geil. Hey, Michael. Thomas. Lass dich nicht stören. Ciao zusammen. Ich kann nur schnell im frischbackenen Jurist gratulieren. Merci. Gratuliert, Thomas. Stolz auf dich. Ja, das wärst du nicht, wenn du meine Abschlussnoten gesehen. Ach, zwei Wochen redet niemand mehr davon. Wenn ich mit meiner Kanzlei bewerbe, schießt es schon ein bisschen Rolle. Mach dir keine Sorgen. Ich habe da eine Kleinigkeit für dich. Ah, merci. So, ich muss weiter. Ciao, Thomas. Genieß es noch. He? Ciao zusammen. Wir machen dann heute Abend sonst eine Party, falls Sie jemand kommen. Ja, das ist eine Idee. Was ist es? Du sagst schon. Nein, das muss man zuerst verdauen. Du, die Doppler und Partner. Doppler Zellweger und Partner. Ja, wie auch immer, machen die eigentlich auch Asylzeugs? Nein, eben nicht. Das ist leider ein bisschen der Haken an der Sache. Ja, aber bringt dir das überhaupt etwas, nur weil sie bekannt sind in der Branche? Die sind nicht einfach nur ein Spitz bekannt. Das ist die Kanzlei. Die können sich etwa die reichsten 100 Schweizer leisten. Das wünschst du gerne. Natürlich nicht, aber es macht mir sämtliche Türen auf. Look, du musst selber wissen, ich fände es einfach schade, wenn jetzt die ganze Asylarbeit zur Sau gehen würde. Ich weiss es doch auch noch nicht. Muss man mit Michael darüber reden. 30% schaffst du für die Asylstiftung und 70% bist an der Front. Ja, das wäre ideal, aber ich weiss nicht, ob Doppelzählwagen da mitmachen. Mach dir keine Gedanken, die sind einverstanden, dass wir nicht ausgehandelt. Schliesslich haben wir auch unsere Bedingungen. Kein Scheiß. Ja. Perfekt. So cool. Hey, Sabina! Sabina! Alle! Hey, Thomas! Hey, hoi. Gratuliere dir! Jetzt bist du ein richtiger Anwalt. Ja, danke. Ist ja lang genug gegangen. Wie geht's dir? Mir geht's einfach nur gut. Schließlich wohnen wir jetzt zusammen. Ah, ja. Super. So. Aber jetzt tanzen wir. Ist das die Tussi von dem Frick? Ja, so ungefähr. Wir führen ihn mal zum Nachtessen raus. Vergiss es, Jori. Für das bist du mindestens 40 Jahre spät. Ich warte, bis mein Gebiss fertig ist.